Wie wird man Bürgermeister? Frau Meier, Herr Müller und Herr Schulz kandidieren für das Bürgermeisteramt. Frau Meier und Herr Schulz gehören jeweils einer Partei an, die sie vorgeschlagen haben. Herr Müller ist parteilos. Um kandidieren zu können, muss er zunächst noch Unterschriften sammeln. Parteilose Kandidaten brauchen in Niedersachsen immer 5-mal so viele Unterschriften der Bürger, wie der Rat der Stadt Mitglieder hat. Im Wahlkampf werben die Kandidaten um die Unterstützung der Bürger. Gewählt wird immer an einem Sonntag. Da haben die meisten Leute frei. Auf einem Wahlzettel kann jeder Bewohner der Stadt oder Gemeinde, der mindestens 16 Jahre alt ist, seinen Favoriten wählen. Die Wahl findet geheim statt. Die Wahlzettel kommen danach in eine Wahlurne. Um 18 Uhr ist die Wahl vorbei. Die Urne wird geöffnet, die Stimmen gezählt. Frau Meier hat 20% der Stimmen erhalten, Herr Schulz 27%. Auf Herrn Müller entfielen 53% der Stimmen. Damit hat er die absolute Mehrheit und ist für die nächsten 8 Jahre Bürgermeister.